Hallo, heute geht es darum, welches Instrument oder wo ihr das Instrument, den Dudelsack, kaufen könnt oder kaufen sollt. Viel wichtiger ist jedoch, welches Instrument ihr nicht kaufen sollt, denn zu viele Billigangebote sind im Internet im Umlauf und nicht wenige Leute sind bis jetzt darauf reingefallen und kommen immer wieder an mit einem Instrument, das nie spielbar sein wird. Also worauf ist zu achten? Meistens bei Online-Auktionshäusern, ich möchte jetzt keine Namen nennen, gibt es verlockende Angebote zu diversen Highland Pipes, Dudelsäcken, original schottischer Dudelsack und so weiter. Man kann aber falsche Instrumente ziemlich leicht identifizieren, denn größtenteils, natürlich Ausnahmen bestätigen die Regeln, also muss das nicht immer so sein, aber größtenteils erkennt man diese falschen Instrumente an einem rot karierten Cover. Das ist der Überzug. Unter dem Überzug befindet sich der Bag, Luftreservoir. Und zusätzlich zu dem rot karierten Royal Stewart Tartan ist meistens das Muster genannt. Zusätzlich ist dann oft das Holz ziemlich hell, hellbraun. Oft steht Rosewood dabei oder ähnliches. Finger weg von diesen Instrumenten. Diese sind wirklich nicht spielbar. Man kann sie mit sehr, sehr viel Mühe spielbar machen. Man muss noch mal einiges investieren an Geld, aber da rate ich euch wirklich, kauft euch gleich ein richtiges spielbares Instrument, denn wer billig kauft, der kauft meist zweimal und das teuer. Wenn ihr euch also entscheidet dafür, euch einen Dudelsack zuzulegen, dann überlegt bitte dreimal oder viermal oder sogar fünfmal. Am besten, ihr kontaktiert mich, ihr könnt mir eine E-Mail senden. Die E-Mail-Adresse wird hier eingeblendet, info@dudelsackschule.at, und ich berate euch bestens. Ich habe Kontakt zu den besten Dudelsackherstellern weltweit und kann euch wirklich hier die besten Instrumente empfehlen. Und zur Sicherheit blende ich euch jetzt noch einige Bilder ein von diesen sogenannten falschen Dudelsäcken, die oft als schottischer Dudelsack, Highland Dudelsack und so weiter verkauft werden. Also seht euch mal die Bilder an. So sehen meist diese Instrumente aus. Und man muss dazu sagen, es gibt mittlerweile schon sehr, sehr gute Fälschungen. Auch mit dunklem Holz, mit einem schwarzen, blauen, roten Überzug. Die Farben sind hier sehr beliebig. Sind aber trotzdem keine guten Instrumente und werden auch nie richtig spielen. Diese Instrumente sind auch meistens in Ländern angefertigt, die fern von Schottland sind und mit Schottland rein gar nichts zu tun haben. Ich muss auch sagen, natürlich muss ein Dudelsack nicht aus Schottland kommen. Es gibt in Kanada, auch man möge es nicht glauben, in England und in Australien und in Irland auch Dudelsackhersteller, die hervorragende Instrumente herstellen. Also jetzt ein anderes Land ist jetzt kein Grund dafür, dass man schlechte Qualität kommt. Man muss nur bekommt. Man muss nur wirklich schauen, dass man die richtige Quelle hat, den richtigen Hersteller hat und dann könnt ihr eigentlich nichts mehr falsch machen. Also wenn ihr auch selbst Erfahrungen habt mit schlechten Instrumenten, ich kenne so viele Leute, die was mit einem sogenannten Pakistani-Dudelsack begonnen haben, der aus Pakistan stammt, unspielbar ist, so viele Leute haben sich so einen zugelegt, dann schreibt mir eure Erfahrungen unten in die Kommentare rein. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich neben der E-Mail-Adresse auch direkt bei YouTube oder auf Facebook kontaktieren. Und wenn ihr noch Videos über andere Themen sehen möchtet, dann schreibt mir das auch in die Kommentare unten rein und ich werde mich bemühen, ein Video über ein anderes Thema für euch zu drehen. Abschließend möchte ich mich noch bei euch bedanken fürs Ansehen und ich hoffe, ihr kauft das richtige Instrument und besucht mich auf meiner Facebook-Seite, abonniert meinen YouTube-Kanal und ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Weg zum Dudelsackspieler. Lernt ihr die ersten Töne, die ersten Noten, die erste Technik. Und das ist alles, was ihr am Anfang benötigt. Ihr benötigt also keinen Dudelsack selbst. Ist auch viel kostengünstiger, diese Übungsflöte sich zuerst zu besorgen. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon loslegen. Wie viel kostet so ein Practice Chanter? Diese Übungsflöte aus Kunststoff reicht völlig für den Beginn. Kostet um die 50 bis 70 Euro. Oft auch die Frage auf.